Toll, dass wieder so viele zusammengekommen sind. Es gibt ja jede Menge Fragen bei Direktzoo. Da haben wir noch jede Menge Material, was wir bearbeiten können. Das werden wir uns in der nächsten Zeit genauer angucken. Wussten Sie schon, wie viele Ideen zum Thema Grundwassermanagement die Bahn im letzten halben Jahr in die Welt gesetzt hat? Ich meine, das ist weitestgehend bekannt. Der Planfeststellungsbeschluss 1.1 erlaubt während der Bauzeit die Entnahme von 3 Millionen Kubikmeter Grundwasser hier im Tal. Das reicht aber bei Weitem nicht aus, wie sich herausgestellt hat. Also hat man die doppelte Menge beantragt, 6,8 Millionen Kubikmeter. Aber damit nicht genug. Wegen der Grundwasserabsenkung drückt jetzt natürlich aus der Tiefe das Mineralwasser. Und das muss man jetzt irgendwie kompensieren. Zum Beispiel durch Infiltration mit Leitungswasser in die Grenzschichten zum Mineralwasser. Eine ganz schöne Sauerei. Wir kriegen nachher unser Leitungswasser aus den Quellen. Hat man dafür 177.000 Kubikmeter beantragt. Inzwischen sind daraus 727.000 Kubikmeter geworden, also mehr als die vierfache Menge. Und was ursprünglich als Notfallmaßnahme gedacht war, das soll heute ohne weitere Planänderung Normalität werden. Dann hat es uns aber erwischt. Letztes Jahr haben wir uns gewundert. Kaum war der Antrag da, da war er schon wieder weg. Man hat ihn zurückgezogen. Man hat offensichtlich gemerkt, dass es vielleicht doch noch nicht ganz ausreicht. Eines wird immer klarer. Unser Mineralwasser ist bei Weitem nicht so sicher, wie man das immer behauptet. Und seitdem sprudeln die Ideen, wie man mit dem Wasser umgehen könnte. Zunächst propagierte der Gesamtprojektleiter Stefan Penn ein mobiles Grundwassermanagement. Dafür ließ er dann gleich den Südflügel einreißen. Das ist die Oberschweinerei. Doch dadurch wird ja das Wasser nicht weniger. Also dachte Herr Penn laut nach, den ganzen Bahnhof ohne Grundwassermanagement machen zu lassen. Sozusagen, das Grundwasser bleibt, wo es ist, und der Bahnhof muss unter Wasser. Nun kann man unter Wasser betonieren, das wird hier in der Stadt gemacht. Quer zum Tal kann man aber damit allenfalls einen Staudamm bauen. In Gutachtersprache heißt es dann, die Wasserumläufigkeit des Gebäudes lässt sich nicht herstellen. Also präsentierte das Projektmanagement der Bahn flugs noch eine weitere Idee. Wenn man es nicht schafft, es abzupumpen, das Wasser, ja, dann friert man es halt ein. Auf diese Weise kann man dann auch in einer trockenen Baugrube arbeiten. Aber eine Baugrube dieser Größenordnung, quer zum Tal, mit diesen Strömen, für 5 bis 7 Jahre vereisen? Also ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Vom Energiebedarf und den verbundenen Kosten ganz zu schweigen. Wir dürfen also gespannt sein, was das Bahnmanagement als nächstes als Abenteuer aus dem Wunderland der Technik präsentiert und wie dem Grundwasser in Zukunft begegnet werden soll. Beantragt, geschweige denn genehmigt, ist alles nicht.